Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Ich zeige euch heute, was ich in meinem Gewächshaus alles angesät, pikiert und vorgetrieben habe. Erdgeflüster. Meine Tomaten habe ich erst Ende März in die Erde gegeben und vor ein paar Tagen habe ich sie pikiert. Der richtige Zeitpunkt zum Pikieren ist, wenn sich nach den zwei Keimblättern die zwei richtigen Blätter gebildet haben und man kann sie ja ganz tief setzen oder soll sie sogar tief setzen, denn sie entwickeln da am Stängel überall Wurzeln und die Tomate wird viel kräftiger und robuster und stabiler. Ich habe ja ungefähr 40 verschiedene Sorten angesät und da ist es ganz wichtig, dass man sie beschriftet, denn sonst weiß man nicht, wo welche Sorte ist. Und wir sind ja jetzt so ungefähr in der zweiten Aprilhälfte schon angekommen und ihr könnt aber immer noch Tomaten sehen, denn jetzt wird es eh wärmer und das holen die Tomaten locker auf. Also das funktioniert sicher noch ganz, ganz gut. Ich habe auch vor ungefähr 1,5 Wochen oder 2 Wochen die Sommerblumen angesät, wie zum Beispiel Tagetes, die Astern, dann habe ich das chinesische Vergissmeinnicht, das ist ganz, ganz hübsch. Dann habe ich noch, die Zinien, die Skabiosen und noch, die Strohblume und das Schmuckkörbchen. Aber das Schmuckkörbchen nennt man auch Cosmea, die sehe ich jetzt gar nicht mehr im Gewächshaus an, denn die gehen bei mir immer selber auf und sie sind schon so hoch. Hier haben wir gleich einmal die wunderschönen Zinien und die sind jetzt gerade richtig gewachsen, damit man sie pikieren kann. Denn nach den zwei Keimblättern sind schon die ersten zwei richtigen Blätter da. Hier habe ich gestern am Abend schon das chinesische Vergissmeinnicht pikiert. Dazu habe ich leider kein Foto, denn das sind meine eigenen Samen, die was ich abgenommen habe im Vorjahr. Und das chinesische Vergissmeinnicht blüht viel kräftiger, also das Blau ist viel kräftiger wie vom normalen Vergissmeinnicht. Und es wird ungefähr 1,5 Meter hoch und ist wirklich ganz, ganz bezaubernd. Hier habe ich gestern am Abend die Strahlenaster pikiert. Und diese Aster ist wirklich ganz, ganz reizvoll. Die strahlt so richtig um die Wette. Wenn ihr die einmal im Garten hattet, dann seht ihr sie immer wieder an. Hier habe ich auch gestern am Abend die Strohblume pikiert. Und die Strohblume hat ja den Vorteil, so wie der Name schon sagt, Strohblume, sie trocknet komplett ein. Und sie ist ja auch schon, wenn sie blüht, eigentlich die Knospe schon irgendwie trocken. Und sie hält jahrelang. Ja, und hier ist dann noch die Tagetes. Und von den Tagetes gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten, sogar welche, die 1 Meter hoch werden. Die habe ich auch ganz gerne. Und die Blüte wird wirklich auch riesig. Und das ist aber die normale Tagetes. Die bleibt klein. Wenn ihr die Sommerblumen noch nicht angesät habt, dann ist noch genug Zeit bis Ende April. Oder ihr seht sie im Anfang Mai gleich direkt ins Freie, in ein Gartenbeet. Und ihr deckt es mit Vlies ab. Das funktioniert alles prima. Hier habe ich ungefähr vor 1,5 bis 2 Wochen das Basilikum ausgesät. Und das Basilikum braucht zum Keimen sehr, sehr warm. Und man kann es erst Mitte Mai hinaussetzen, denn es ist wirklich ganz kälteempfindlich. Das geht sofort ein, wenn es ja unter 5 Grad hat. Und hier habe ich Petersilie vor 2,5 Wochen angesät und zwar mit der Dosenmethode. Denn Petersilie keimt ja sehr, sehr langsam. Bis zu 3-4 Wochen kann es dauern, bis die Petersilie keimt. Und siehe da, die sind erst 2,5 Wochen alt. Ist ja super. Das funktioniert wirklich ganz, ganz gut mit der Dosenmethode. Dazu haben wir ja schon ein Video gedreht. Hier habe ich die rote Beete oder die rote Rübe, wie sie auch heißt, angesät, denn ich brauche die für unsere Versuchshochbeete und da sollte jedes Pflänzchen ziemlich gleich groß sein, damit man da ein gutes Ergebnis ableiten kann. Und da suche ich mir die schöneren Pflänzchen dann aus, da habe ich viel mehr angesät. Aber ihr könnt die rote Beete jetzt
und im Mai direkt ins Freie ansehen. Ihr braucht sie nicht vorziehen. Jetzt in der zweiten Aprilhälfte ist eine gute Zeit, um die wärmeliebenden Kürbisse, Zucchini, Gurken, Mais oder auch das Basilikum vorzuziehen. Das reicht noch vollkommen aus. Das werden noch super Pflanzen bis Mitte Mai, denn man darf sie ja nicht früher hinaussetzen, weil sie ja sehr kälteempfindlich sind. Und ich setze nächste Woche, also dann ist schon die letzte Aprilwoche, die Kürbisse, Gurken, Mais habe ich schon und die Bohnen. Die werde ich auch vorziehen, denn da habe ich eine spezielle Sorte. Also ich sehe sie so an, ich nehme gleich ein größeres Töpfchen, gebe den Samen hinein, drücke ungefähr einen Zentimeter den Samen hinein in die Erde und bedecke ihn wieder einen Zentimeter mit Erde und angießen und fertig. Denn Kürbis, Zucchini und Gurken, das sind ja alles Starkzehrer und die wachsen ja so schnell, da kann man gleich eine Bio-Blumenerde oder eine Bio-Tomaten- und Gemüseerde nehmen. Hier seht ihr meine Süßkartoffelpflänzchen, dazu haben wir ja schon ein Video gedreht und schaut einmal, wie schön sie gewachsen sind. Aber man darf sie auch erst Mitte Mai ins Freie setzen, da sie sehr kälteempfindlich sind. Und von dieser Süßkartoffel habe ich diese Pflänzchen eigentlich gezogen und vor einer Woche ungefähr habe ich hier wieder welche abgeschnitten und sie treibt schon wieder und die hat auch schon Wurzeln gebildet und die werde ich jetzt auch wiederum einsetzen. Könnt ihr euch noch an die Chayote oder Chayote, wie man sie nennt, erinnern? Die hat im Jänner schon zu treiben begonnen und ich habe sie eingesetzt in den Topf und sie hat so lange Ranken gebildet, die habe ich jetzt vor einer Woche ungefähr auf einen halben Meter zurückgeschnitten und sie wird sicher toll draußen im Freien weiterwachsen. Aber erst Mitte Mai. Die Kurkuma-Pflänzchen und die Ingwer-Pflänzchen gedeihen auch richtig gut. Ich habe sie ja erst im März in die Erde gegeben. Diese Begonien habe ich im März aus dem Keller geholt und in die Erde getopft. Und zwei Exemplare habe ich einen Monat früher getopft und die sind jetzt schon so groß, aber sie sind mir eigentlich zu groß, denn ich kann sie nicht ins Freie geben, denn sie vertragen auch überhaupt keinen Frost. Also es hat keinen Sinn, wenn man zu früh anfängt. Und die Dahlien, die habe ich vor ungefähr 2,5 Wochen in die Erde gegeben und sie treiben schon je nach Sorte ganz unterschiedlich. Und das reicht vollkommen aus. Bis man sie raussetzen kann, sind die richtig schöne Pflanzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.